Wir haben jetzt tierärztliche Ratstellung bekommen. Wir machen jetzt für den Muskelaufbau hinten, weil da ja gar nichts vorhanden ist, Sandtreten im Schritt, ganz langsam. Das ist vielleicht schwierig. Ich will jetzt aber nicht Schritt gehen. Ich muss so unglaublich langsam gehen. Ich muss einmal auf die andere Seite. Ja, genau. Links. Ups. Damit sie die Füße hinten hochkriegt. Besser wäre noch im Wasser, haben wir leider nicht, also ein bisschen kalt. Und besser wäre bergauf, nicht bergab. Habe ich da hinten. Können wir eigentlich auch machen, dann gehen wir permanent hoch. Aber irgendwie muss ich ja wieder runter. Gehen wir rückwärts wieder runter, ne, Spaß. Langsam, langsam, langsam. Boah, muss ich die bremsen. Ganz langsam. Super. Sie meidet das hier nämlich sowieso immer. Sie geht hier ungern drauf. Eben weil das, glaube ich, so anstrengend ist. Sie wird wahrscheinlich auch megamäßige Muskelkater haben. Und hier, Mausi. Langsam. Sehr schön. Wie breitbeinig sie geht. Oh, wei. Ja, die stört das nicht hier, ne? Mhm. Langsam. Gut. Dann sind wir fertig, ja. So, dann wurde mir noch tierärztliche Tipps gegeben zum Thema Abnehmen. Wir gehen ja jetzt im Sand. Wir laufen einen Hügel hoch und gehen auf der sanften Seite. Toll gemacht, Spot. Und gehen auf der sanften Seite vorsichtig runter. Dann drehen wir wieder um, gehen wieder hoch. Das machen wir dreimal. Morgen mal machen wir das mal fünfmal. Heute bin ich eine Minute im tiefen Boden rechts rum, eine Minute im tiefen Boden links rum. Morgen anderthalb Minuten. Und mir wurde auch noch gesagt, dass ich vielleicht dreimal doch am Tag füttern soll, nicht zweimal. Habe ich auch gemacht ab dem Tag 5. Aber das wurde dann so wenig bei ihr, dass sie überhaupt nicht mehr gekaut hat. Also sie kaut ja sowieso wenig, sie schlingt und schluckt ja einfach nur runter. Deswegen habe ich jetzt auch anderes Futter, das ist so groß. Das ist unmöglich, das runterzuschlucken. Bei ihm mache ich auch mal einen Schluck Milch dran. Bei ihr Flüssigkeit auf keinen Fall, weil dann schluckt sie und schluckt einfach nur runter wie so ein Schluckspecht. Und ja, das geht halt nicht gut auf Dauer. Ich hatte vorher auch von Futterlis das Futter extra für den Martina Purinarm von Tierärzten empfohlen. Aber das ist so klein. Ich weiß nicht, ob man das von den Brackets her nochmal höher machen kann, aber. Oh, das, was ich habe jetzt. Ja. Von der Markusmühle und Futterlis, das wechsle ich. Wollte ich eigentlich immer abwechseln. Haben wir den hier mal. Also das ist halt echt größer. Und das von Futterlis ist leider so klein wie die kleinsten von hier und das alles. Na ihr Monster? Ja, also das ist jetzt unser Training. Sand treten. Ab morgen dann wie gesagt anderthalb Minuten rechts rum, anderthalb Minuten links rum. Und fünfmal auf den Berg hoch und ganz vorsichtig wieder runter. Am besten gar nicht runter. Aber irgendwann muss man ja wieder runtergehen. Oder ich trage sie runter, ich gucke mal. Ja, und dann kommen jetzt morgen auch noch diese Kapseln, Tabletten an für sie, für die Gelenke. Weil ihr seht ja, wie sie steht hinten. Total breitbeinig und fürchterlich. Also ganz ungut. Man sieht schon hier, wie sie ganz extrem breitbeinig und tief, auch vor allem hinten so tief gelegt steht. Ne? Und du hast eine dicke Fettwindel hinten am Po, ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich soll immer alle gleichzeitig streichen. Ja. Ja.
ich habe doch gerade nur eine Hand. Ja. Langsam essen. Mila, ich kann dich nicht wiederbeleben. Bitte langsam. Gut. Brauchst dich nicht drauf stürzen, ist immer was da. Machen das eigentlich alle Hunde. Die nehmen sich was und fressen es dann außerhalb des Napfes und krümeln alles voll. Und danach essen sie nochmal die Krümel, die auf dem Boden da liegen. Sie kommen auch langsam zur Ruhe. Wenn ich sie fütter, mache ich die Tür zu, dass sie gar nicht erst auf die Idee kommt, ihm sein Essen nämlich ganz schnell selber zu essen und ihm sein Essen wegzuessen. Spot macht sich schon mal bequem. Du hast auch die Ruhe weg beim Essen, das ist schön. So weit sind wir mit Mila noch nicht. Da muss man erstmal aufpassen, dass sie nicht erstickt beim Essen. Trotz Antischlingnapf.